Hallo Freunde, heute in ungewohnter Manier, nämlich in der des Moderators. Ich werde euch heute durch den Abend begleiten. Diese Mahnwache steht für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Eines vorweg, ich spreche hier im Namen des gesamten Orga-Teams. Wir distanzieren uns von jeglichem rechtsextremen, linksextremen, faschistoidem oder antisemitischen Gedankengut sowie von Verschwörungstheorien und Gewalt in jeglicher Form. Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind auch von keiner Organisation, Partei oder Gruppe. Jetzt möchte ich mich im Namen des Orga-Teams bei der Polizei bedanken. Man weiß nicht, wo sie ist, aber sie ist hier. Die wieder einmal für Sicherheit und die wieder einmal für Sicherheit hier auf der Veranstaltung sorgt, auf dieser wunderschönen Veranstaltung und wieder einmal beweist, dass sie Freund und Helfer des Bürgers sind. Danke dafür. Und jetzt gebt ihnen mal einen Riesenapplaus. Da, dem Herrn da hinten. Ich sehe nur einen. Super. Ich möchte auch dem Organisationsteam dieser Mahnwachen bedanken, die es jede Woche aufs Neue bewerkstelligen, dass wir uns hier friedlich für eine gerechtere Welt einsetzen können. Danke dafür. Danke auch an die nette Meditationsgruppe, die uns jede Woche neue positive Energien sendet und für gelassene Stimmung sorgt. Danke dafür. Und jetzt, bekanntlich kommt das Beste zum Schluss, bedanke ich mich bei euch allen, denn ihr seid der Motor dieser Bewegung und ohne euch wären wir gar nichts. Ihr seid super. Wie ihr wisst, haben wir später auch noch einen Open-Mic-Blog, für den ihr euch bei Michael eintragen könnt. Michael, wo bist du? Da ist er, Michael. Da könnt ihr euch eintragen, da kann jeder sprechen, also Meinungsfreiheit. Wir haben hier ebenfalls eine Box für Wünsche, Anregungen, Feedback etc. Bitte nutzt diese Gelegenheit und schreibt eure Gedanken auf, wir lesen alles. Wir haben auch Flyer, da drüben auch beim Tisch. Bitte nehmt sie und verteilt sie, weil es liegt an euch, dass diese Bewegung größer wird. Teilt unsere Posts, teilt die Veranstaltung, ladet alle eure Freunde ein, damit diese Bewegung noch größer wird. Danke. Kurze Bestandsaufnahme über die Mahnwachen. Wir haben in Deutschland 75 Friedensmahnwachen jeden Montag. Wir haben aktuell in der Schweiz 6 Friedensmahnwachen jeden Montag. Und wir haben aktuell in Österreich 9 Friedensmahnwachen jeden Montag. Das sind insgesamt 90 Friedensmahnwachen jeden Montag. Tendenz steigend. In jedem Bundesland, bis auf Niederösterreich, gibt es mindestens eine Mahnwache. Und ich bin sicher, die Niederösterreicher packen es auch noch. Nach dieser kurzen Info möchte ich euch die heutigen Redner vorstellen. Wir hätten die Gudrun, sie wird über Staaten sind zwangsvollstreckt reden. Den Michael von Bürger für Bürger mit der Thematik Lissabon-Vertrag. Den Peter von Stimme und Gegenstimme. Den Michi über Separationen. Und Kaneda über AG Moos und Shared Care. Ich bitte euch, euren Mist und eure Chick-Stummeln nicht hier liegen zu lassen, in irgendeinen Sackerl zu stecken und dann wegzuwerfen. Dankeschön. Es ist schon ein bisschen schwierig, Kamera und Moderation gleichzeitig zu machen, aber ich glaube, ich schaffe das schon. So. Kein Problem. Mir ist aufgetragen worden, ich soll ein bisschen Lücken füllen, beziehungsweise noch ein bisschen ausdehnen. Wir wollen ja eh alle schon nach Hause gehen. Blödsinn. Der Tom, der Vater von Felix, hat vorher ein bisschen was über die aktuellen Geschehnisse geredet. Mir sind da noch ein paar Sachen eingefallen. Zumal hätten wir, da habe ich gestern oder vorgestern gelesen, 4 russische Kampfbomber sind in Kalifornien, über Kalifornien geflogen. Ich meine, wo sind wir? Die Amerikaner, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, die Amerikaner haben selbst bestätigt, ja, die waren dort. Und ja, wir hätten sie abschießen können, aber wir haben sie nur weggedrängt. Dann stellen wir sich vor, 4 russische Bomber werden abgeschossen über Kalifornien, da wäre der Krieg schon da.
Schrecklich. Dann habe ich auch noch gelesen, ziemlich... ziemlich interessant. Krebs wurde geheilt, beziehungsweise eine spezielle Art von Krebs, mit irgendwelchen Masernviren. Ich meine, ich bin kein Biologe oder Arzt. Die 100-millionenfache Dosis wurde einer Patientin verabreicht und der Krebs ist zurückgegangen und jetzt gilt sie als krebsfrei. Ich habe diese zwei Nachrichten meinen Eltern gesagt, sie waren fassungslos. Sie haben es nicht glauben können, sie haben gedacht, was ist das schon wieder für Spinner? Ich meine, was soll das? Russische Kampfbomber über Kalifornien und Krebs ist geheilt. Blödsinn, gibt's nicht. Gibt's schon. Und, gibt's. Super. Cool. Ja, was haben wir noch gelesen? Eigentlich, ich lese nicht mehr so viel. Ich lese nur mehr das, was ich in Facebook sehe. Was ich in Facebook sehe, ist meistens nur der Groll von vielen Menschen und der Ärger, dieses scheiß System und bla bla bla. Blödsinn, man muss auch irgendwann einmal das Schöne sehen. Wir sitzen alle hier gemeinsam, sind Freunde, Brüder und Schwestern im Geiste, vielleicht auch biologisch ein paar von uns. Ich finde das schön hier und ich wollte jetzt noch hier kurz mein Abschlusswort vortragen. Dauert nur zwei Sätze, also nicht lange. Es war heute, wie gesagt, wieder mal wundervoll. Wir haben super Redebeiträge von tollen Menschen gehört, aber jetzt ist es auch leider wieder schon vorbei. Oh. Ich lade euch aber noch ein, hier zu bleiben, beziehungsweise eben, wie ich gerade vorher erfahren habe, im Votivpark gibt es eine Aftershow-Party. Hier zu bleiben oder im Votivpark, miteinander zu reden, neue Leute und Freunde kennenzulernen und den Abend positiv ausklingen lassen, zu lassen. Noch positiver, als er eh schon ist. Ich verabschiede mich hiermit und freue mich schon sehr auf nächsten Montag. Guten Abend, gute Nacht.